Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport FIFA. Ich grüße euch. Hallöchens. So, hier kommt gerade ein Melampe Meran rein. Das ist noch ein frischer. Der ist noch gut. Ah, glänzt noch. Ah, aus jeder Specksparte glänzt er noch. Ja. Zwei fliegen hier mit. Mega Minus, das ist klar. Sind sie doch alle irgendwo. Hier kommt nochmal eine Erlensee-Lampe mit 29 an. Na, wenn das nicht mal positiv ist, weiß ich auch nicht. Ach gut, der eine kommt, der andere geht. Immer eine gute Sache. Eigentlich nicht. Eigentlich sollten die mehr Abstand zueinander haben, aber gut. Hier hinten kommen wahrscheinlich jetzt kommen die ganzen Lampeflieger rein. Ich hoffe, die können sich halbwegs schnell miteinander abfertigen. Also es wäre jetzt hier extrem blöd, wenn da mal was in die Hose gehen würde. Aber gut, gucken wir uns die Sache einfach mal in einer ruhigen Sekunde an quasi. So, hier kommt nochmal der 29er. Der ist cool. Der ist richtig gut. Was haben wir bei dir noch? Einer, ja. So, während der nämlich jetzt gerade reinkommt, gibt der nämlich jetzt schon wieder Hackengas und startet hier mal einfach locker flockig weg. Und da kommt nämlich hinten dran schon wieder gleich der nächste. Den lassen wir aber eigentlich gleich umdrehen. Weil sonst haben wir so viele Merans hier rumstehen. Das will ich eigentlich auch vermeiden. Weil die haben bestimmt jetzt schon wieder 6 Minuten oder sowas, ha? 4. Die waren mal auf 3 und das war auch echt gut so. Aber naja, gut. Musste halt nacheinander. Da ist ja keiner dabei, ne? Lampe Potsdam wollen noch viele mit. Jetzt schauen wir mal, was bist du? Du bist ein Lampe Meran, okay. Ja, okay, wenn die sich so treffen, da habe ich da auch nichts dagegen. Das ist auch ein geiles Bild, oder? Auch mega. Hui! Das ist 1A, gefällt mir. Okay. Was ist denn hier passiert? Hm? Was ist denn da schon wieder? Ich muss mal ganz kurz hier hinten wieder reingucken. Ich weiß, viele von euch sagen immer, boah, Zwergsiebel, es ist hin und her gehüpfe. Aber das Problem ist, du musst halt wirklich tatsächlich mit den Problemen gehen, ja. Wenn das Problem gerade hier ist, weil hier halt einfach der ganze Pott voll mit Getreide rumsteht, auf der Ziegellampe, dann kannst du da halt nicht machen. So. Wird hier ein bisschen mit der Schlacke tatsächlich auch. Die geht auch gut mit. Hier wollen die das draufschieben. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Ja, die laden hier die ganzen Container zu. Es funktioniert schon so ein bisschen, aber auch nicht richtig, ne? So, hier laden die auch ein. Das ist gut, das baut halt diesen Gesamtpulk hier mal ein bisschen ab. Also ganz abgebaut. Es leckt schon wieder hammerhart. Wenn ich zu schnell spiele, dann komme ich gar nicht mehr so richtig hinterher. Ich muss, es muss auf jeden Fall demnächst Sommer werden, weil ansonsten, glaube ich, macht das Spiel das nicht mehr lange mit. Wir hatten ja schon mal Dia-Show, aber das war damals in Trainweaver. Aber gut, ihr wisst ja, ne? So. Kommt nochmal einer an. Der ist aber relativ gut aufgebaut. Viel Holz und so weiter, ist auch immer so eine Sache. Wow! Okay. Produktion ist auf jeden Fall Oberkante, Unterlippe. Also da geht wirklich tatsächlich gar nichts mehr. Also das ist schon so ein bisschen huiuiui. Die Lampe 2 hat noch geschlossenen Container drauf. Die sollten wir uns mal anschauen. Ist die nicht schon Update? Läuft da nicht schon was?
Warum haben denn da geschlossene Container? Was ergibt ein geschlossene Container für einen Sinn? Warte mal ganz kurz. Geschlossene Container. Ich meine, die Rungenwagen lasse ich mir eingehen. Dass da kein Öl drauf muss, okay. Lass ich mir auch eingehen. Also von hier über hier nach Beckum. Ist klar. Hier müssen die Rungen transportiert werden. Wahlweise aber auch Steine. Coswig. Nach Beckum wieder. Ja gut, von Coswig nach Beckum. Stein hauptsächlich. Aber das kommt von oben. Okay. Pass auf, wir planen hier mal ein bisschen was Neues. Und zwar, wir müssen nach mit der Zeit gehen. Wir werden die Ziegellampe 2 werden wir mal ein bisschen ummodeln. Und zwar Lokomotiven. Haben wir da irgendwas Dieseltechnisches, was richtig Gas geben kann? 160, aber Schub hat halt wie die Sau. Ich brauche halt irgendwas, was richtig gut ziehen kann. Aber damit mit dem Diesel nicht weiterkommen. Dampf haben wir gar nichts mehr. Die hat halt Zug drauf, aber die ist mir einfach zu teuer gerade. Die hat Zug drauf. Okay, pass auf. Das ist eine lila Linie. Tut mir am Herzen weh, die schöne Rot in Lila umzumalen. So. Doppeltraktion, Fragezeichen. Machen wir mal nicht, die ist schon eh so Minus. Okay, dann kommt noch drauf Güter. Das wollte man nicht 20, weil nur 100, na ja. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Da kommen jetzt die... Wo ist denn die... Das ist der neue Hopper hier. Der kann Stein noch mitnehmen. Auch interessant. Gerade auch für Schlacke. Das liegt hier am Ende auch noch rum. Aber der schafft 160. Okay. Machen wir da mal 4 Hopper dran. Baumstämme und Bretter, aber 120 nur. 2,4. Okay, und dann machen wir und dann füllen wir damit auf. Ah, ist einer zu viel. Okay. Lass mal das mal ersetzen. Das ist auch ein teures Vergnügen, ich weiß es. Aber ich glaube, das könnte ganz gut gehen. Das ist die normale Lampe, da fährt alles drüber. Das nimmt alles mit. Jetzt kommt die hier dazwischen. Und die wird jetzt in den Austausch gehen. Da ist die Coswig-Transfer drauf, okay. Okay, jetzt ist die neu. Und kann halt auch mal Getreide mitnehmen. Ne? Und zwar in den Mengen, die sie jetzt auch eigentlich haben will. Also damit kommen wir hier auf jeden Fall mal ins Plus rauf. Es schaut schon schwierig aus. Es schaut schon schwierig aus. Aber ich glaube, die hat auch ganz gut Power, oder? Schauen wir mal. Könnte besser gehen, ne? Könnte besser gehen. Mit 50 abzufahren ist gut. Warten wir mal, bis sie ganz draußen ist. Und zwar jetzt müsste eigentlich Gas geben. Tut sie auch, aber nur ganz langsam. Also das ist... Oh, Gemach, ne? Die da hat natürlich auch wahnsinnig viel Hänger hinten dran. Der zieht natürlich, der zieht. So, da kommt natürlich jetzt auch wieder eine Lampe normal an. Die verdienen halt auch dumm und dämlich, dass die eine da dazwischen nicht so gut ist, das ist klar, ne? Die Doppeltraktion, nicht ganz gutes Zeug drauf. So, aber wir hoffen, dass wir hier mal die Getreide, diesen Pulk von der Schwerte Coswig auch runterbekommen.
Ich meine, die könnten natürlich auch. Die haben aber einen Haufen Waren an Bord. Nee. Wäre jetzt so eine Überlegung, ob man sagen, ihr dürft beim Rückweg hier nicht mehr vorbeifahren, damit die Waren nicht hier runternehmen, aber das bringt uns dann auch nicht weiter. Das ist ja ein anderes Problem. Ich will ja auch, dass die Waren hier unten ankommen, damit wir sie da unten wieder weitergeben können. Aber hier liegt halt einfach zu viel rum. Da, Schwerte Coswig. Fast 1000 Waren. Da müssten wir jetzt mal uns überlegen, pass auf. Da könnten wir jetzt mal uns was überlegen. Und zwar, dass wir sagen, pass auf, ich muss mal ganz kurz auf unseren, zu unserem Depot her. Ich möchte da ganz gerne noch einen Zwischenzug auf die Linie packen. Und zwar auf einer eigenen Linie. Und zwar auf der Waren Coswig 2. Also Waren Schwerte Coswig 2. Die muss dann halt auch darüber laufen. Tut mir halt fett sorry jetzt. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Gehen aber hier trotzdem zurück. Also ich will, dass die wirklich den gleichen Weg geht. Das ist halt doppelt belegt. Das macht mir aber nichts. Die heißt jetzt Waren Schwerte Coswig. Und das ist eine Übersetzungslinie. Die soll eigentlich nichts anderes machen, als genau auch mit dem Eurocargo wieder beladen zu werden. Das müsste einer von den Jungs sein. Der da hier. Und zwar in einem Zartrosa. So, naja, gut. Ich frage nicht, ihr sagt nichts, okay? Machen wir so. Die wird jetzt eigentlich nur darauf ausgebaut werden, hier wirklich heftigst Waren zu transportieren und allerlei mögliche, wie jetzt eben Waren wegzubringen und so weiter. Die soll nichts anderes machen, als hier die Waren tatsächlich einfach so hier durchzuschleusen. Es wird auch 2 Züge davon geben und die gehen jetzt alle auf die Waren. Schwerte Coswig 2 ist das, oder? Ich hoffe. Ja, müsste die sein. Jo, 4 Minuten. Alles klar. Können wir jetzt mal einfach so ein bisschen anlaufen lassen. Ich glaube auch, dass die hier relativ gut im Takt sein wird, weil da ist, die hat eine eigene Linie, die passt schon. Und ich glaube, die teilt sich die auch nirgendwo mit irgendjemanden. Ne, die fährt die ganze Zeit gleich. Okay, dann passt. Dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis die hier oben raus ist, ne? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, was soll's, ne? Dann braucht's halt ein bisschen. Ich meine, wir wissen ja, dass die Züge da runterwärts ein bisschen brauchen. Deswegen, wenn wir damit nicht planen, dann geht das. Im Übrigen, ganz kurz nochmal. Warum mache ich das? Ganz kurz, ich zeig's euch. Wo ist er? Da ist er. Dieser Zug hier kann fast 700 Waren transportieren. Ganz kurzer Blick. 700 Waren. Könnten mit einer Fuhre, könnte er das ganze Terminal leer räumen. Im Prinzip, was da hin will. Und aber, wenn er leer ist, fährt er hier einfach hier runter und lässt sich hier nochmal schön betanken. Ja, und nimmt dann halt mal Getreide mit oder sowas. Kann er ja auch laden. Das ist ein sehr, sehr goldrichtiger Zug auf der Linie. Und hier ist er relativ human. Hier ist ja die ganze. Also hier ist nicht so viel Druck drauf, dass man sagen könnte, okay, das könnte eng werden. Weil guck mal hin, wie lange die jetzt hier alleine sind. Hier müsste in dieser Einflugschneise müsste der eigentlich rein. Da. Jetzt kommt mal einer. Wir lassen den mal fahren und gucken einfach mal. Ich meine, ganz ehrlich, die sind halt einfach 100 Meter lang oder 400 in dem Fall. Aber das ist halt so. Da kannst du jetzt auch nichts dran machen. Die brauchen halt einfach eine Zeit, um einzufahren. Ähnliche Züge haben wir ja hier schon zum Beispiel. Die sollen ja eigentlich auch nur Überlasten wegtransportieren. In dem Fall machen sie es auch noch nicht. Könnte jetzt natürlich besser werden, weil die könnten jetzt von hier unten natürlich kräftig mitnehmen. Gerade wenn es Waren im freien Handel gibt, könnten die natürlich gerne mal voll beladen werden. Hier bin ich mal gespannt drauf, wie lange das dauert, bis dieser Zug hier antanzt. Ja, ist ja richtig. Ist das unserer? Nee, ne? Ist wieder so ein anderer.
Hier ist ein bisschen stauig, aber das ist immer so. Da fährt er schon. Also er ist schon aus dem Gröbsten draußen hier oben. Das ist schon draußen. Der nächste ist auch, glaube ich, ja, der ist schon hier, oder? Nö, der ist auch schon durch, oder? Nee, ist er noch nicht. Oder? Der ist hier. Da steht er. Gut, meine Lieben, in der nächsten Folge schauen wir uns das Ganze nochmal aus Schwertesicht an. Dann gucken wir mal, ob das klappt und ob das auch die Linie tatsächlich hier so megamäßig entlastet, wie ich denn das hoffe, dass es das tut. Wir hoffen einfach. Ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl, habt eine wunderschöne Zeit, lasst euch gut gehen, genießt den Tag. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.